Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu schon wieder einer Sonderausgabe von Spiel doch mal. Ja, es geht Schlag auf Schlag hier. Ich habe euch vorgestern noch verkündet, dass wir ein kleines 3000 Abonnenten-Special machen und zack, über Nacht hatten wir die 3000 Abonnenten schon erreicht. Vielen, vielen Dank euch dafür. Es ist wirklich großartig. Wir freuen uns sehr über diesen ganzen Zuspruch für unseren Kanal. Ihr habt uns ganz liebe Nachrichten geschrieben. Und es gibt uns viel Kraft und viel Hoffnung und viel Freude, einfach weiterzumachen. Hoffnung darauf, dass es sich eben lohnt, dass wir euch da draußen erreichen, dass wir euch begeistern können. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist einfach grandios. Ja, und jetzt haben wir uns eben eine kleine Aktion überlegt. Dabei geht es nämlich um diese Würfel, die ihr hier seht. Diese Würfel haben wir eine ganze Weile schon mit uns rumgetragen, nämlich auf den Messen, wo wir Interviews gemacht haben, und haben dort Autoren und andere Bekanntheiten aus der Szene drauf unterschreiben lassen, sodass die jetzt voll signiert sind. Auf jeder Seite sind zwei Leute. Und diese Würfel sind nicht für uns gedacht, sondern für euch. Und wir wollen sie aber nicht einfach verlosen oder so, sondern wollen sie am Ende versteigern. Genau, und der Hintergrund ist dieser. Viele von euch haben uns gefragt, wie ihr uns unterstützen könnt, ob wir Patreon haben, ob wir PayPal, ob ihr uns Geschenke machen könnt. Und wir haben immer gesagt, nee, wir wollen gerne unabhängig bleiben. Ihr braucht uns nicht unterstützen. Es hilft uns, wenn ihr uns liked und, oder Likes da lasst und abonniert. Und jetzt haben wir uns eben überlegt, okay, wenn ihr uns gerne unterstützen wollt, dann würden wir aber gerne das Geld direkt weitergeben an das Deutsche Kinderhilfswerk. Und mit dieser Aktion eben dieses unterstützen. Deswegen haben wir die Würfel gemacht und würden uns freuen, wenn ihr fleißig mitbietet. Es ist komplett für den guten Zweck. Wir legen noch die Versandkosten drauf. Wir haben die Würfel bezahlt. Wir haben diese Würfel die ganze Zeit mit uns rumgetragen und die Leute unterschreiben lassen. Und jetzt würden wir uns freuen. Und das ist das, was ihr jetzt für uns Gutes tun könnt, wenn ihr fleißig mitsteigert, mitersteigert, mitbietet. Und vielleicht euch auch über diese Würfel freut, weil es sind wirklich Unikate. Es sind auch nicht alle drei Würfel gleich, es sind die gleichen Unterschriften drauf, aber nicht unbedingt immer die gleiche Konstellation auf der Seite. Also es sind wirklich Unikate, das gibt es sonst nirgendwo. Und deswegen hoffen wir, dass wir euch damit eine kleine Freude machen könnt. Und ihr könnt uns eben die Freude machen, indem wir das Geld dann weiterleiten können an das Deutsche Kinderhilfswerk. Genau, und die genauen Bedingungen, die findet ihr in diesem Link, den ihr hier seht. Der führt zu unserer Website. Dort könnt ihr natürlich auch jederzeit nachgucken. Da findet ihr die genauen Beschreibungen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, dann hoffen wir und würden uns wünschen, dass ihr fleißig mitmacht. Genau, und die ganze Aktion geht bis zum 7. Oktober. Also bis dahin habt ihr dann Zeit für die Würfel zu bieten. Und damit ihr überhaupt wisst, wer alles auf diesen Würfeln sich verewigt hat, haben wir das in einem kleinen Video für euch zusammengestellt. Viel Spaß damit. Der Doktor der Spieleautoren, Dr. Rainer Knizia. Der Geschäftsführer des Spiel des Jahresvereins, Guido Heinecke. Eisenbahnspezialist und Autor Helmut Ohley. Das Traumautorenpaar der Szene, Inka und Markus Brandt. Der Catan-Schöpfer, Autor Klaus Teuber. Der Meister des Abstrakten, Autor Chris Byrne. Illustrator und Andor-Schöpfer Michael Menzel. Der Herr über Kaffee und Spiele, der Geschäftsführer des Spielecafés Spielwiese in Berlin, Michael Schmidt. Der Gründer von Eggert Spiele persönlich, Peter Eggert. Das Urgestein der Szene, Mitbegründer von Spiel des Jahres und viel mehr, Tom Wernick.
Redakteur und Geschäftsführer von Spielworks, Uli Blennemann. Und der Meister des Worker Placements, Uwe Rosenberg.